Secret of Mana, das Remake. Wir sind jetzt auf dem Weg zu Gaias Nabel, nachdem uns der Weg versperrt war und wir eine Axt brauchen. Hoffentlich überlebt Prim das bis dahin. Aber wir haben jetzt hier keine Fernkämpfe mehr. Dann sollte das Ganze eigentlich gehen. Wir haben Heilkräuter erhalten. Gut. Summ, summ, Kriete. Bonbon erhalten, sehr gut. Okay, so weit, so gut. Wir kämpfen uns weiter jetzt wieder nach oben, den ganzen Weg wieder zurück. Das reicht ja nicht. Prim, komm! Wo bleibst du? Irgendwie haben wir den Weg nach unten verpasst, glaube ich. Wir sind jetzt einmal im Kreis gelaufen. War ich einmal so ein bisschen in Gedanken und gleich ist man einmal im Kreis gelaufen. Naja, ist halt so, ne? Na komm, summ summ, jetzt geh auch von uns. So, summi summ summ. So, wir holen mal die Kiste. Hoffen, dass da was Vernünftiges drin ist. Ja, Bonbon. Noch ein Bonbon. Jetzt gehen wir es mal speichern. Bei Raffi. Ja, speichern. Natürlich will ich speichern. Und dann gehen wir jetzt weiter. Zu Gaias Nabel. Na, hier ist das Ganze auch gleich wieder wesentlich einfacher. Als nach dem Geisterwald. Ein
Schnarcher hier. Ah, diese Blobs, die sind eklig. Hier muss man echt mit dem Levelangriff machen, sonst hat man keine Chance. Okay. Die ratzen hier schön vor sich hin. Kann man gut überraschen. Boah, wie viele hier sind? Okay, der ist auch hinüber. Haben wir hier noch irgendwas übersehen? Nö, von hier kommen wir. Okay, gehen wir tiefer in die Höhle rein. Ah, diese Ratzen hier. Okay, hier kommen wir so nicht weiter. Auf jeden Fall noch nicht. Na, hier die schlafenden, was auch immer das sind. Weg. Goblins, okay. Prim hat jetzt auch Stufe 7. Okay, dann wollen wir sie erstmal keine Gedanken mehr machen. Das ist auch gut. Gut. Weiter geht's. Ja, Boxhandzufalle. Okay, wir haben sogar den Schalter umgelegt, sind geheim. Beide erledigt. Jetzt haben wir gleich wieder die Fledermäuske. Oh, wer war das? Wer hat mich hier verzaubert? Na, ich bin da vorbei! Okay, es ist jetzt hier hart. Können wir so rüberlaufen? Okay, hier kommen wir trotzdem noch nicht weiter. Hier ist ein Eingang. Ist hier noch irgendwas? Nein. Das regeln wir doch hier schon mal alles ganz gut. Würde ich sagen, das sieht doch alles ganz passabel aus. Nur den Blob. Oder jetzt sind es die Blobs. Immer wieder neu. Oh, jetzt hat er schon wieder einen neuen gebloppt. Verfehlt. Noch mehr Blobs. Wird das unser Unterblob sein? Weil wir die einfach nicht treffen, das ist doch nicht... Sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Ah! Lassen wir die Blobs Blobs sein und gehen einfach mal hier rein. Thank you.
So, wir haben Stufe 8 erreicht. Wir haben ein magisches Seil gefunden. Das ist doch gut. So, den Blob lassen wir einfach mal Blob sein. Wir gehen hier weiter nach unten. Und ja, weiterkommen in der Geschichte hier mal. Okay, hier war sonst nichts, ne? Doch, hier war was. Er ist hinüber. Hier ist noch so ein schlafender Goblin. Na komm. So. Er ist auf dem Weg. Ach, wieder so ein Blob. Okay, da haben wir geschafft. Okay, das war Einsatz mit X hier lang. Kommen wir hier vorbei. Haben wir noch eine Flattermaus. Okay, da kamen wir. Oh, ach, da müssen wir auch lang. Ah ja. Wir müssen den Schalter umlegen. Okay. Das heißt, wir müssen da lang. Nochmal so ein Blobchen hier. Ah, mit unserem schönen Angriff verfehlt hier. Und zack. Stirb doch mal, ihr Blobs. Ah, gut, sind beide jetzt Geschichte. Hä? Wir müssen doch dahin. Wie kommen wir denn dahin? War der Weg jetzt hier umsonst? Das Kämpfen an sich war ja jetzt nicht umsonst, weil gute Erfahrungspunkte. Darf man ja auch nicht vergessen. Aber wie kommen wir dahin? Oder müssen wir da gar nicht hin? Doch, da müssen wir doch irgendwie hin. Hier kommen wir auch nicht durch. Okay, dann kommen wir da später. Ich einfach mal von aus. Aber guckt euch mal das Wasser an, wie schön das aussieht. Wo sind wir jetzt? Hier kommen wir nicht weiter. Okay, da kommen wir auch nicht hoch. Bleibt uns ja nur der Weg dahin. Achso, so kommt man hier. Alles klar. Okay. Jetzt kommen wir dahin. Jetzt hat sich die Musik auch geändert. Zwergendorf haben wir jetzt erreicht. Sehr gut. Okay. Da gräbt sich jemand durchs Gestein, sagt er. Was hat er? Kuriositäten-Schau, okay. Das tun wir uns auf jeden Fall auch mal an. Wir sprechen erstmal noch mit allen. Aber wenn man vom Teufel spricht, da ist schon wieder eins. Okay. Was hast du? Was haben wir denn hier so? Schönes.
Ich möchte gern kaufen. Oh, wir haben neue Schienen. Neuen Ellbogenschutz. Ich denke, die sind besser. 2, 3, okay. Der Nagel. Den Kopfschmuck nehmen wir auf jeden Fall mit. Den nehmen wir mit. Oh, die Kettenweste nehmen wir auch noch mit. Okay. Okay, ich denke, das sollte erstmal okay sein. Ah, können wir verkaufen? Das können wir schon mal verkaufen. Ich denke, das können wir verkaufen. Von ihr können wir verkaufen. Ne? Noch ein höher. Bisschen Geld wieder reinbringen hier. Okay, super. Erstmal nichts. Ja, ich komme wieder. Da kannst du dich drauf verlassen, dass ich wiederkomme. Rüstung. Ja, das bringt uns plus 7 Verteidigung ja hin. Alla. Nochmal plus 4. Und richtig fett. So. Die hatte die Schleife. Sie kriegt jetzt eine Armschiene und noch die Kettenweste. Sehr gut. Sind wir doch schon mal gut gerüstet. Da war ich noch nicht rein. Ich wollte erstmal mich nochmal hinhauen. Einmal eine Nacht drüber schlafen. Oder wie? 1泊15ルクル. Ja, möchte ich. でも私も君のみっともないとこを見たから、お相手かな。みっともないとこ？ゴブリンに捕まって、美味しく揺れられそうになってたじゃない。あれは急に襲われたから。うん、そうよね。天使のくせにゴブリンに負けちゃったなんて、世間に知られたら大事よ。 でも大丈夫。君の恥ずかしい姿言い出したりなんかしな。その通り、今度は君が私に協力してよね。期待してるから。だから僕は地底の神殿に行かないと。ダメ。こっちは人命がかかってるんだから、下の魔女をやっつけないと。 Eine schöne kleine Unterredung. Jetzt legen sie sich schlafen, ohne sich zuzudecken. Schönen kleinen Traum. Geht's jetzt weiter? Ja, speichern. Wir speichern jetzt mal den oberen. Und dann geht's jetzt weiter in der Geschichte. So, da geht's zum Schmied. Was hat er noch zu sagen? Verschüttet ist der, okay. Achso, hier kommen wir dann wieder so, altes Pärchen. Ja, da oben ist noch die Tür, da möchte ich einmal hin. Ich würde sagen, kommen wir da nicht weiter? Na, was ist hier? Yōkoso Dōafu Murai. Onari no misemono goya ni ikareta kai. この村には珍しいものがいっぱいあるってな。見ていくとよいでしょう。
Ja, dann gucken wir uns das mal an. ドワーフ村名物の見せ物小屋へ。チョロ、バジャダン、私は見せ物小屋の主人です。そん56で見れるよ。おお、50 Goldmünzen, aber naja, machen wir mal. Gucken wir uns das mal an.まずは世にも不思議なラビオタか。ラビット男でラビオタか。Der Mümmelmann. え、バカにすんな。さすがはお客さん、お目が肥えてる。それでは正真正銘、なんとも珍しい妖精の子供だ。この国は返さなければいけないお金が56。こうして働き、少しずつ返しているというわけだ。さあ、心優しいお客さん、100ルクだけでもいいから助けてあげてちょうだいな。Da, wir sind ja wohltätig. 50.000 Goldmünzen ist ja schon eine ganz schöne Latte.Ganz schön frech, dafür, dass du gerade 100 Goldmünzen Spende gekriegt hast. Das gucken wir uns doch mal im Hinterstübchen an. Was der Älteste dazu sagt. Nani, was ist noch eine Schkata? Naka, naka, no Monta, Kaja. Hehehe.ボロい商売じゃ。わあ、wie frech。な。今の聞いてた。許してくだされ。この子は本当に妖精の子供なんじゃ。妖精の森に住んでたらしいのだが、洪水に飲まれてここまで流れてきたらしいのじゃ。森に帰るための旅費を稼いでやろうと思ってな。ついこの子のアイデアで。Ja, und jetzt noch die Schuld auf andere schieben. Ja, 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 ja. Das sind mir die, so sind mir die Zwerge. おいら、才能あるんだよな。これ、お前のお詫びせん。あるかってな。Und auch noch beleidigt sein. 面目ない。お金はお返ししますですや。Wenigstens von Ehre. 申し訳ない。悪かったな。申し訳ない。Okay, sagen jetzt nur dasselbe. Hier ist sonst auch nichts mehr, ne? Gut. Dann suchen wir jetzt mal den hiesigen Schmied auf, dass der unsere Waffen verbessert.Hört sich das im Ganze dann mal neu an. Oh Gott. Naja, ist nicht ganz so mein Fall. Oh!ちょっとその剣見せて。どうしゃー、こりゃあひどい。
放っておくと折れちゃうぞ。俺様はワッツ名鍛冶屋さん、脚力で鍛え直すよ。いやだ、マッマバッ。よし、ちょっと待ってろ。ほれ、鍛え直したよ。こんな名刀見たことねえや。錆びつかせとくのはもったいねえ。Na, das sieht echt schön aus. Wie kommst du denn darauf? Seiken の力がハンマーにも宿ったのかも。よし、試しに斧でも作ってみるか。あ、ね、アクス、や、das ist klar, die brauchen wir. Okay, dann kommen wir nachher nochmal wieder. Da geht's nicht raus. Ja, dann gehen wir raus hier. なんだ？何かが来る。Okay, da ist was im Busch. Ein Endkampf ist im Busch. Oh, Glück auf dem Ziel. Jetzt gräbt er sich. Der gräbt sich immer wieder ein. Da muss man eigentlich aufpassen, wo der sich ausgräbt und dann im richtigen Moment draufhauen. Na, wo gräbt er sich jetzt wieder raus? Da. Okay. Ah. Kommt er da? Okay, jetzt haben wir das Schwert schon wieder aufgeladen. Oh, das läuft doch ganz gut. Na komm. Tropicalo. Schön, haben sie den Namen nicht geändert. War's das schon mit dir? Ich hatte den irgendwie schwerer in Erinnerung. Bravo! Speerorb erhalten, das ist gut. Arigatou gozaimashita. こいつが出しゃばらなきゃオイラが退治したのに。これ、申し訳ない。この子は流されてきた時のショックで、名前も帰り方も忘れてしまったようで。そのせいか、すぐ憎まれ口を叩きよる。本当は素直な子なんじゃが。へへへ、まあそのうちなんとかなるでしょ。気長に行こう。神殿に封印したはずのバードが出てきたということは、埋もれていた神殿に入れるかも。神殿の種子の力を授かれば、お前の記憶も戻るかもしれん。なんだ、それ先に言ってよ。今行く、すぐ行く。お前一人では無理じゃ。神殿は埋もれていた間にモンスターだらけになっとるぞ。バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。Klar, machen wir das. バドを倒した旅の方、どうかこの子を神殿まで連れて行ってもらえんかの。Sicher doch. なんとありがたい、聞いたかちびすけ。この方の言うことをよく聞くんじゃぞ。Dann hör gut auf, was man dir sagt und sei bloß nicht zu frech. Irgendwie passt es damit der deutschen Übersetzung nicht. Oira の
僕はランディだ。ふーん、じゃあオイラにも名前つけてくれよ。不便だろ。Ja, wie soll es heißen? Popoi. Ja, das lassen wir so. Popoi. Mamo-chan ka. Yoroshiku sanomu ne. Mi-chan. Sehr gut. Gucken wir uns die doch noch einmal an. So. Was hat sie denn? Sie hat einen Boomerang. Und das war's. Was hat sie denn an Klamotten? Da können wir jetzt erstmal die Armschiene anlegen. Sie hat dieses Schelm-Ding. Müssen wir nochmal gucken, ob wir sie noch ein bisschen verbessern können. Und ihr Status ist Level 1. Ei, der Witzke, was sagt der Alte was? Das Loch da の魔女エリニーズが神殿を封印した時に貼られた溶岩の結界があるんじゃ。先にエリニーズに封印を解いてもらわねばなるまい。Okay, jetzt müssen wir erst zu ihr hin. 北の妖魔の森の中にエリニーズの城はある。やつにあってなんとか結界を解いてもらってくれ。これはチビスケと一緒に流されてきた弓矢です。持って行ってくだされ。カプツン・ラッテンボーン erhalten。Yeah。そういえば、ワッツが探しておったようじゃ。OK。Dann gehen wir jetzt nochmal zum ワッツ。斧を作ってみたんだけど、ダメみたい。なぜだろう。ありゃ、そのブーメランは？こいつはひょっとすると、やっぱり！このハンマーで鍛えても、聖剣と一緒でないとパワーが出ないんだ。この斧は特別製。小さいものだったら、岩をも砕くよ。この斧を買ってかないか。100ルクで売るよ。何か新しい武器を手に入れたらまた来いよ。そうだ、近道を教えてやるよ。Cool, wir haben jetzt eine Axt erhalten. Das Einzige, was mir jetzt gerade noch missfällt, ist, dass die alle so ineinander rumlaufen. Hätte man sicherlich auch ein bisschen klüger lösen können. Okay, jetzt wollen wir uns einmal ein bisschen umrüsten, ein bisschen Waffe. Du kriegst erstmal was Axt. Und sie kriegt den Bogen. Gut. Was können wir noch machen mit ihr? Mit ihr? Was? Wir haben die Lanze, die können wir verbessern. Gut, haben wir. Kann ich verstärkt werden? Boah, die Preise! Die Preise! Ich würde ja. Warte mal, Moment! Ich habe aber kein Geld mehr eigentlich. Ah, die Folge hat ein bisschen Überlänge. Tut mir leid. Oh, das tut mir leid, ist doch gut für euch. Erstmal nochmal zu ihm. Ich wollte mal nach den Preisen gucken hier. Weil sonst steht mir hier Popoi so schnell weg. Oh, was hast du denn? Wie teuer ist denn hier? 120 Goldmünzen und die Mütze? Okay, dann können wir die wenigstens schon mal kaufen. Nee, erstmal nichts. Gut, rüsten wir sie auch gleich einmal aus. Jetzt hat sie wenigstens schon mal ein bisschen mehr, das ist gut.
Da muss die Kettenweste ein bisschen warten. Genau. Ich wollte jetzt noch einmal speichern und damit ist die Folge dann eigentlich auch so ziemlich zu Ende. Für heute. Also, mir macht es viel Spaß. Auch eine Remake-Version jetzt so ein bisschen. Also, ich spiele es auf jeden Fall weiter. Ich werde es auch erstmal weiter aufnehmen, bis ihr sagt, nee, lass mal. Oder wie auch immer, ich mach's einfach weiter. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.